Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Ratchet & Clank. Ja, wir waren ja hier in dem Pumpenraum, glaube ich. Ich glaube, der Pumpenraum. Oh, wir nennen ihn einfach Pumpenraum. Mir gefällt der Name. What the? So, funktioniert gefälligst. So, wie man es dir aufträgt. Na gut, ich glaube, hier ist das Ganze keine große Sache, oder? Ja, okay. Gehen wir mit dem Federbot hoch. Da kaputt machen aber noch. Ja, okay. Das Rätsel hier habe ich sogar gerade schon im Kopf. So. Ah, Moment. Müssen wir den da drüben nicht abbauen. Und was? Moment. Der Schaden nimmt katastrophale Ausmaße an. Au! Scheißdreck. Das war nicht so geplant und ehrlich gesagt bin ich jetzt doch gerade angekommen. Hä? Wie soll das... Moment, wir brauchen drei. Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadgetbots in diesem Raum zu sammeln. Was? Dieser Schlüssel? Problem ist hier unten den. Wie kriege ich denn den noch hoch? Hä? Wir haben hier doch keine Möglichkeit, irgendwie eine Brücke zu bauen oder sonst was. Ansonsten wäre das ja alles kein Problem, aber... Hä? Da dachte ich echt, ich hätte es mal auf Anhieb, aber nein. So, jetzt nehmen wir uns den erstmal mit. Hier? Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadgetbots in diesem Raum zu sammeln. Welches rotierende Gerät bitte? Hier rotiert doch nichts. Das Problem ist, der da unten, den kriegen wir nicht hoch aus dem Grund, weil... Warte, Moment. Da ist ja auch noch mal einer. Den habe ich komplett übersehen. Ach so. Jetzt können wir hier sehr wahrscheinlich eine Brücke bauen, ha? Huh? Natürlich. Was ist, wenn wir den jetzt wegnehmen eigentlich? Ach so, okay. Oh je. So ein Pech aber auch. Okay. Ja, okay, mein Fehler. Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadgetbots in diesem Raum zu sammeln. Ist ja gut. Ganz kapiert. Glaube ich. Moment, wenn ich den jetzt runternehme. Ach so, wir müssen es rückwärts gerade machen. Jetzt nehmen wir nämlich den mit. Ja, okay. Oh, ich bin gerade echt so ein richtiger Schlauchsteher. Ich stehe gerade so übertrieben auf dem Schlauch, das ist doch heftig. Wow. Und das war dezent knapp. Lülülülülül. Einmal.
zweimal. Und ich nehme natürlich auch mit. Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein. Ist ja gut, wir haben es doch schon. Jetzt nerv nicht, Clank, ey. Voll Adui, ey. Da kann man nicht mal in Ruhe überlegen. Großartig, die Pumpen laufen. Der Feuerlöschhalter befindet sich im hinteren Teil des Schiffs. Du musst da schnell hin. Ja, okay. Ab zum Feuerlöscher. Jetzt müsste er ja wieder mit Energie versorgt sein. Schneide dich in Stücke. Du bist ja immer noch da. Sag mal, sonst hast du keine Hobbys, ne? Nein, ich wurde als Kind ausgesetzt. Und keiner hat mich lieb gehabt. Okay. Okay. Ich frage mich aber jetzt gerade ehrlich gesagt, warum? Warum er und Clank nicht? Na gut, er hat so riesige Plasma-Dinger. Und so. Aber trotzdem, warum Clank nicht? Victor ist aufgeschaltet. Wie ist dein Status? Ich habe einen Weg in den Deplanetisator gefunden. Bin jetzt unterwegs zur Sternknackerkammer. Verstanden. Sei auf der Hut. So, ach, wir sind diesmal auch alleine unterwegs. Diesmal können wir keine schönen Flugmanöver machen. Todeshandschuhe. Ja, genug Geld haben wir. Also hör damit. Gerade mal. Ach nee, wir haben ja nur 6. Na komm. Probieren wir es doch gleich mal, ob der Todeshandschuh seinem Namen gerecht ist. Oh, die Viecher. Geil. Okay, das ist cool. Ich mag die Viecher nämlich. Zum einen, weil sie einfach sauputzig sind. Und das war Ritanium. Und Bowls. Alles, was mein Herz begehrt. Oh, so ist es doch wunderschön. Ein Bowls-Segen. Da auch nochmal. Moment. Fällt gerade ein. Müssen ja auch alle noch tanzen. Ich will doch den Titel. Ich will auch die 100%! Ich komme für eine weitere Runde zurück. Das sieht geil aus. Und? Boom. Das sah jetzt cool aus. Ja, mal haben wir dich auch schon mal tanzen lassen. Na los, tanz. Und boom. Halt noch schön aufladen lassen erstmal. Zack. Zack. An Bord des Deplanetisators zu kommen wäre doch. Aber wo ist Quark hin? Schade, dass der Besuch nur kurz sein wird. Ach scheiße, stimmt ja, das Ding können wir nur mit Clanks Hilfe drehen. Da müssen wir jetzt echt gucken, wo wir Clank herbekommen. Dass der nachkommt, weil. Komm, jetzt legen uns erstmal wieder auf die Lauer. Boom. Ach, na gut, die kleinen Viecher, die können wir auch so machen. Nur der größere. Hat mich jetzt einfach mal, ja, ohne Grund genervt. Hundis gegen Hundis, wer gewinnt? Was zur Hölle, woher kommst du bitte? Da, Hundis, Fass. Mach kaputt. So, so. Na gut, dann halt nicht. Dann eben nicht auf die sanfte Tour, sondern auf die harte. Oh, da kommt ein neuer Typ vom Kampfbot. Bom.
Warum habe ich gesagt? Ey, willst du jetzt endlich mal fallen? Na geht doch. Was? Wo? Noch mehr? Nee. Also zumindest momentan nicht. Mr. Zuckern braucht kein Nanodeck zum Überleben. Mr. Zuckern ernährt sich von Angst. Okay. Das sieht eventuell nach, ja, einem Versteck aus. Perfekt. Karten. Ich hoffe in dem Fall einfach mal, dass erstmal wieder Riederteile sind. Mal wieder Rieder. Ja, bäh. Hahaha. Das war so ein richtiger Schenkelglobber hier. Ui. Ach komm, gehen wir mal wieder auf den Flammenwerfer. Wii. Könntet gemütlich herumsitzen und Karten spielen, während die anderen Jagd auf Ratchet und Clank machen? Los jetzt, bevor ich euch persönlich ins All katapultiere! So, und... Ey, hey, 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 hey. Freundchen, so nicht, ne? So nicht. Du genauso. Schämt euch. Aus. Böse. Was ist da? Ein Durchgang, der kein Durchgang ist. Cool. Da auch. Da auch nicht. Da wieder. Geh kaputt. Okay, 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 okay. Und dies. Tut euren Job und dann nehmen wir jetzt halt Klingen. So, haben wir jetzt alle gleich. Können wir uns jetzt mal an die anderen Sachen. Ich will ihre Statue weg. Wie ge- Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Dietrich-Terminal. Wie man halt auch schon an der, auch an der Statue sieht, dass er unehrlich ist. Sie über die Finger, über dieses Fingerkreuzen. Wer hat das nicht als Kind gemacht, ganz ehrlich. Okay. Kommen wir da lang? Nirgendwo lang. So muss das sein. So und nicht anders, meine lieben, meine sehr verehrten Damen und Herren. So und nicht anders. Ach Gott, hoffentlich stehe ich diesmal nicht so auf dem Schlauch. Bitte, bitte, bitte. Okay, den... Nein. Oder eventuell doch. Jetzt schauen wir erstmal. Blockiert er alles. So blockiert er nicht. Ja. So genauso wenig. Okay, so kann er auf jeden Fall nicht bleiben. So auch nicht. So könnte er bleiben. Dann müssen wir schauen, wie wir den hier machen. Weil er kann da sein. Da aber nicht. Da könnte er auch sein und dann haben wir... Ach komm, machen wir es mal so. So hat er zwei, blockiert aber einen. Dann machst du das so.
Der muss so und... Nee. Der muss so und der muss so. So. Diesmal war es doch gar nicht so schlimm. Oder? Oder? Seid ehrlich. Es geht ihm hoffentlich gut. Such weiter. Er muss irgendwo auf dem Schiff sein. Oh. Ach so, das ist ein Aufzug. Okay. Ja, schauen wir mal, wo Quark ist, weil... Anzeichen... Ja, man hört nichts von ihm. Man sieht nichts von... ihm. Und ist... Und Kling. Hundis und Kling. Eine perfekte Kombination, findet ihr nicht? Ich schon. Und die so klingen. Einfach auch mal überall anders hinwerfen. Oh. Boom. Da kommen noch mehr. So, gut. Da, ach komm, machen wir erst mit dem Partikel auf. Auf Level 5 noch. So, Stufenaufstieg. Lade diesen neuen und verbesserten Verpixler auf, um den riesigen Mega Blast 64 zu entfernen. Deplanetisator-Energie bei 50%. Okay. Wow. Boom! HD-Pixel. HD-Verpixler, geil. Hat er. Ah, Groovy Bomber heißt der jetzt. Gut. Finde ich ja. Ich mag ja so Kleinigkeiten, so kleine. So kleinere Details halt, sag ich mal. Oh. Na komm. Verbrennen dich einfach. So. Dann kriegst du halt doch mal den Schlüssel ab. Wo müssen wir? Ach, da lang. Das sieht beinahe nach dem richtigen Weg aus, würde ich sagen. Aber da hinten ist noch Munition. Und Nanotech. Nanotech und Munition. Was will man mehr? Was will man bitte schön mehr? Okay, ich würde gerne mal einen Quark in Unterhosen sehen, aber keine Ahnung. Obwohl, Quark in Unterhose. Lieber doch nicht. Ruby Bomber. Einmal. Rein. Und. Besser geht's nicht. Ich bekomme nicht nur einen 1A-Planeten für Neukwartu. Ich darf auch die Heimat eines Schutzgruppenmitglieds zerstören. Wie cool ist das? Bom. Bom. Ey. Deplanetisator-Energie bei 75%. Und sniped. Ah, also noch schöner kann man ein Level-Up doch gar nicht bekommen, glaube ich, ne? Was? Der lebt noch. Sniped. Fertig aus. Wenn er noch meint, er müsste noch leben, dann kriegt er halt doch mal einen ab. Und zwar auf seinen Schwachpunkt. Das ist uns egal. Oder ist mir egal. Oh, Karten. Ja, wir müssen apropos Karten, müssen wir auch mal wieder rangucken. Aber das kann jetzt noch ein... Bridget, wie läuft das bei dir? Jede Menge Widerstand, aber ich komme klar. Was zur Hölle, Planeten? Ihr habt es also in mein Büro geschafft. Schön für euch. Aber euer kleines Abenteuer wird schon bald vorbei sein. Wo ist Quark, bitte?
Warum ist da oben ein Gold Vault? Warum sind hier auch so viele Nanotechs? Ah, oh, Munition auch. Das müssen die Planeten sein, die Drax zerstören will. Das dürfen wir nicht zulassen. Na gut, da stehen aber halt leider nicht mal Namen dran. Das wäre halt auch wieder so ein kleines Detail, was ich cool gefunden hätte. Na so, jetzt fangen wir wieder bei den Großen an. Ja, okay, da ist es eigentlich offensichtlich, wo die hin müssen. Dahin. Der muss... Okay, da kann er hin. Da nicht. Da könnte er auch noch hin. So. So vielleicht und dann den so. Okay, nein. Dann den so. Den so und den so. Dann passt. Perfekt. Langsam habe ich den Dreh raus. Und dann noch eine und noch eine. Kannst du dir das vorstellen? Dutzende Blagplaneten, nicht von der Natur gemacht, sondern von meiner Firma. Wir werden ein Imperium aus den kaputten Planeten eurer Galaxie erschaffen. Ich fürchte, das wird viele eurer Bürger die Heimat kosten, oder? Ja. Naja, vielen wird das die Heimat kosten, aber hallo? Opfer sind unvermeidlich. Ich frage mich nur ehrlich gesagt gerade, wer vertraut dem in dieser Politik? Oder mit dieser Politik. Na gut, seine eigenen Leute, klar, aber wer sonst? Wer akzeptiert sowas so still und heimlich, sag ich mal? Und dies. So. Dann nochmal Hundis. Los, fast. Och nö. Aggressor, bumm. Bumm. Ach Moment, der eine lebt noch. Ne, lebt doch nicht mehr. Boom. Ich hab gesagt, boom. Jetzt fall endlich um. Drecksvieh. Nicht mal gescheit sterben können die. Wow. Okay, Protonentrommel, komm. Da fühle ich mich jetzt erstmal sicher. Ach so. Und schon wieder solche. Los, fass. Und jetzt müssen wir in den großen Raum. Sieht ja überhaupt nicht nach Bosskampf aus. Wie kommen wir da rein? Nun müsste doch dann auch wieder ein Knopf sein. Knopf. Okay, gehen wir erstmal da lang. Vielleicht sind jetzt diese ganzen Türen offen. Ja, sieht ja da noch aus, als wären die ganzen. Ach so, das ist sogar der richtige Weg. Na los, wir sind fast bei der Brücke. Na, komm jetzt. Au, das hat mehr Leben gekostet, als es hätte müssen. So, komm, jetzt bessern wir noch schnell was auf, dann machen wir noch den, ja, sehr wahrscheinlichen Bosskampf, sag ich mal. Na komm, machen wir den Jägerwerfer auch mal ein bisschen besser. Kritische Kerne. Jeder Rakete enthält ein Fluginiumkern, um die Explosion zu vergrößern. Okay. Protonentrommel, nein. Pyrozito eigentlich. Brauchen wir auch erstmal. Aber ich will Hundis. Ach scheiße, jetzt habe ich es einfach weggeklickt. Was war? Ja, kompakt
Bordgehäuse. Mit Hilfe des Nano wiederherstellen passt ein zusätzlicher Schicksalsagent in jede Kran. Oh, das ist schön. Das ist schön. So. Oh, Moment. Ich will erst noch gucken. Okay. Okay, wow. So, Todeshandschuhe Level 2, sehr schön. Oh yeah, ganz schön viele Panzer. Oh ja. Zu viele Achtung! Und einmal kurz Pause.